guten Abend aus Hamburg, der Stadt, in der auch in Zukunft Olaf Scholz den Ton angeben wird. Allerdings nicht mehr ganz so absolut wie bisher, denn zur erneuten SPD-Alleinherrschaft hat es wohl nicht gereicht. Auch weil die FDP wieder erstarkt ist. Spitzenkandidatin Katja Suding stoppt den Abstieg der Liberalen und nahezu im freien Fall ist, da sehen wir die trüben Gesichter, die CDU. Mit Dietrich Wersig stürzen die Christsozialen noch mal tiefer ab als beim Wahldesaster vor 4 Jahren. Und damit live in unser ARD-Wahlstudio zu Jörg Schönborn. Herr Schönborn, offen war heute Abend zunächst, ob die AfD es in die Bürgerschaft schafft und damit auch, ob Olaf Scholz weiter allein regieren kann oder sich einen Koalitionspartner suchen muss. Gibt es da jetzt endgültig Klarheit? Die gibt es, auch wenn die Zahlen im Detail noch unklar bleiben. Endgültiges Ergebnis in Hamburg erst morgen. Aber die politischen Ergebnisse sind nach der aktuellen Hochrechnung klar. Denn die SPD muss doch mehr federn lassen als geglaubt. 45,7 ist der aktuelle Stand. Für die CDU allzeit tief, eines der schlechtesten Ergebnisse überhaupt. 16, die Linke kommt auf 8,5. Die FDP 7,4, Grüne 12,2. Hier bei der AfD sieht man 6,1. Das wird auf jeden Fall reichen, so dass in der Bürgerschaft in Hamburg zum ersten Mal 6 Fraktionen vertreten sind mit der AfD. Was die Regierungsfähigkeit der SPD angeht, so wird das ohne Partner nicht mehr möglich sein. Denn die Mandate, die wir für die SPD im Moment sehen, 58 reichen nicht für eine Mehrheit. Da wären mindestens 61 notwendig. Aber die Grünen sind ja als Partner auserkoren und die sind so stark, dass es zusammen dann ganz sicher gehen wird. Das Erstaunlichste an dieser Wahl ist vermutlich das tiefe Sinken fast ins Bodenlose bei der Union. Um deutlich zu machen, wie tief das gegangen ist, haben wir seit der Zeit von Ole von Beuys die Zahl der Wähler umgerechnet nach dem komplizierten Hamburger Wahlsystem. Und das macht deutlich, was da passiert ist. Von 330.000 auf heute noch geschätzt 107.000. Das heißt, die Hamburger CDU hat 2/3 ihrer Wählerschaft über die beiden letzten Legislaturperioden verloren. Umgekehrt muss man zur SPD sagen, ja, Federn gelassen. Trotzdem ein beachtlicher Sieg bei Mitte 40%. Das gründet auf etwas, was bei der SPD selten ist, Wirtschaftskompetenz. Die hat Olaf Scholz noch ausgebaut. 47% ist der beste Wert, den wir je für die SPD gemessen haben. Dafür ist für SPD-Verhältnisse der Wert bei soziale Gerechtigkeit zurückgegangen und mit 45% nicht so toll. Das heißt, auf einen Nenner gebracht, Olaf Scholz hat die Hamburger SPD so weit in die Mitte oder so weit nach rechts verschoben, wie es das vermutlich nirgendwo sonst bei der SPD gibt. Das hat ihm aber eben Mitte 40% gesichert. Okay. Danke, Jörg Schönborn. Wir sprechen uns später noch einmal ausführlich. Und ich begrüße den Gewinner des Abends. Guten Abend, Herr Scholz. Guten Abend. Herr Scholz, enttäuscht, dass die absolute Mehrheit vermasselt ist? Es ist ein großartiges Wahlergebnis. Wir haben sehr, sehr viele Stimmen bekommen. Und es ist so, dass sehr viele Hamburgerinnen und Hamburger damit ja auch gesagt haben, dass sie mir vertrauen, dass sie die Arbeit verlässlich fanden, die wir in den letzten Jahren gemacht haben und uns auch in Zukunft das Mandat für die Regierung der Stadt geben wollen. Ich werde weiter Bürgermeister bleiben. Aber Sie brauchen einen Koalitionspartner. Mir fällt eigentlich den ganzen Abend schon auf, dass Sie die 3 Buchstaben FDP nicht in den Mund nehmen. Warum eigentlich nicht? Ich habe vor der Wahl klare Ansagen gemacht über das, was notwendig ist für die Entwicklung unserer Stadt, wie wir dazu beitragen können, dass die Wirtschaft sich gut entwickelt und was sonst noch notwendig ist. Und ich habe aber auch gesagt, falls es nicht reicht, fragen wir die Grünen. Und das ist das, was jetzt auch ansteht. Alle Ansagen werden umgesetzt. Das ist die Verlässlichkeit, die ich in den letzten 4 Jahren gegenüber den Wählerinnen und Wählern versucht habe zu entwickeln und die auch von vielen ja jetzt sehr gut gefunden ist. Und so verlässlich wird es weitergehen. Aber Herr Scholz, Sie bezeichnen sich doch selbst als sozialliberal. Dann brechen Sie sich eigentlich keinen Zacken aus der Krone, wenn Sie jetzt sagen, zuerst spreche ich mit den Grünen, aber dann vielleicht auch mit der FDP. Ich glaube, dass wenn man mit jemandem spricht, man das immer tut, um ein Ergebnis zu erzielen. Ich bin sehr optimistisch, dass das auch gelingt. Auch bei den Grünen werden alle vernünftig genug sein zu verstehen, dass das ein sehr klares, sehr starkes Ergebnis für die SPD ist und dass die Bürgerinnen und Bürger, die mir ihre Stimme gegeben haben, erwarten, dass ich die an die Dinge, die für Hamburg notwendig sind, für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt, für den Wohnungsbau, für das, was wir tun, für Krippen, Kitas, Schulen und Universitäten, auch eingehalten werden. Okay, Herr Scholz, was haben Sie, was Sigmar Gabriel nicht hat? Sigmar Gabriel und ich arbeiten sehr gut zusammen. Aber er hat ein Problem.
das Sie nicht haben. Während Sie in Hamburg nämlich schon zum zweiten Mal über 40% kommen, kommt die SPD im Bund aus dem tiefen Loch gar nicht heraus. Ich hoffe, dass die Hamburger Wahl ein Schub ist, auch für die SPD in Deutschland und in den vielen anderen Ländern, wo auch gewählt wird. Das war jetzt wieder schon so eine merkelhafte Antwort. Jetzt muss ich Sie auch fragen, ob Sie Kanzlerkandidat 2017 werden. Ich bin jetzt in Hamburg gewählt worden als Bürgermeister für eine sogar längere Legislaturperiode von 5 Jahren. Und das ist das, wofür ich hier angetreten bin. Und wenn die Elbphilharmonie eher fertig wird als der Berliner Flughafen, dann vielleicht? Die wird ja eher fertig als der Berliner Flughafen, wie wir mittlerweile wissen. Die wird nämlich eröffnet am 11. Januar 2017. Und da freuen wir uns schon alle. Im November können sogar alle Bürgerinnen und Bürger auf der großen Plaza vorbeikommen und sich anschauen, wie es aussieht. Er lässt sich nichts entlocken. Ich danke Ihnen trotzdem für das Gespräch, Olaf Scholz. Alles Gute. Und mit diesem kurz vor der Sendung geführten Gespräch verabschieden wir uns schon und sehen uns dann mit neuen Hochrechnungen und Analysen in der regulären Tagesthemensendung dann wieder um 23.35 Uhr und damit zurück zu Günter Jauch.